Tod durch Wasser. Danke, Wasserkraft, sagt Spyro. Tja, jetzt können wir für immer speien. Und zwar Ultra. Wir sind jetzt... Jetzt fahren wir noch einmal mit der Herzchenbahn, oder? Okay. Weil... Schau! Hast du es gesehen? Was war? Warte, wie habe ich das gerade gemacht? Wie habe ich das gerade gemacht? Hast du nicht gemerkt? Wie sagen, sagen wir, was passiert ist. So... So... 96 Grad oder sowas, keine Ahnung. Also fast ganz nach oben. Hallo, ich bin Muck. Bitte steige in meine Bahn. Naja, warum nicht? Was soll schon schief gehen? Was soll schon vorher? Da soll er reinspringen. Top 100 Kinderserie. Nein, liest du es vor. Vor kurzem habe ich mir die Top 100 Kinderserie von früher angeschaut. Ich lese es dann vor. Okay. Okay, aber jetzt ist mal die Herzchenbahn. Okay, der und die von dem Faunland. Okay. Okay, der und das Baby. Der ist mit jedem zusammen. Der Koch und die von dem Faunland. Wie der Koch immer schaut. Der und das Baby und die von dem Faunland. Der und die von dem und der. Das sind eigentlich nur, fünf NPCs. Boah, wow, mit Ansel. Mit Ansel. Ansel. Boah, wow, mit Ansel. Boah, wow, mit Ansel. Boah, wow. Naja. So, jetzt aber. Hey. Jetzt war Mopsgeschwindigkeit. Das war jetzt der Feuerball. Ja. Jetzt kannst du noch hintun. Jetzt fehlt nur noch eines. Nämlich die Style-Punkte. Könner-Punkte, meine ich. Ja, genau. Weißt du was? Weißt du was? Weißt du was? Ja, alles in Willst wenig. Was? Ja, alles schnell schaffen. Die Flugmissionen. Okay. Und da freue ich mich, weil ich liebe die Flugmissionen. Okay, los geht's. Außerdem haben wir jetzt super Feuerball. Das heißt, die sind auch etwas erleichtert in gewissen Fällen. Ich werde es dir vielleicht etwas erleichtern. Danke, Hauke. 5 Punkte erleichtert. Okay, gehen wir gleich mal zu Ocean Ring. Ja, sicher. Okay. Es geht. Jau. Es geht einfach los. Kann ich irgendwie mit dem... Mopsgeschwindigkeit? Ja, mit dem... Wie heißt es? Ja, ich glaube, wir können jetzt schnell reisen. Können wir jetzt uns teleportieren? Probier das mal. Vor kurzem habe ich mir die Top 100 Kinderserien von früher angesehen. Und ich war erstaunt, dass ich fast die Hälfte dieser Kinderserien gar nicht kannte. Ja, wie heißt denn dieses Video? Achso, Top 100 Kinderserien von früher. Das werde ich auch mal schauen, ob ich das finde. Man dann schaue ich, wie viel ich kenne. Aber da nicht schauen, was es noch gibt, nur was man schon gemacht hat. Ja. Das eigentlich, ich weiß aber, was da noch braucht gibt. Man eigentlich das Internet. Die Fluglevel und... Aber es gibt auch dieses... Oder ist das nur in Spyro 3? Dieses ultra lustige Handbuch, wo du den Epilog sozusagen siehst, was aus allen geworden ist. Ich glaube, das gibt es da auch. Ja, ja, ich schaue das an. Das ist ja pro Stylepunkt eine Seite, gell? So ist es ja. Jetzt bin ich da irgendwo im Buch. Irgendwo verirrt im Buch. Blätter ganz nach rechts einfach. Ich schau mal, ob es das gibt. Noch nicht. Vielleicht kommt es. Ich glaube, es gibt es schon. Okay. Bei Spyro 3, ich weiß nicht, wie es beim 2 ist. Beim 3 ist es so, dass du pro Seite einen... Ich kann nachschauen. Pro Körnerpunkt eine Seite freischaltest. Und teleportieren können wir uns irgendwie doch nicht. Das geht aber auch nur im 3. Dann kann ich hinrennen. Ja. Soll ich nachschauen? Ja, wenn du willst. Ob es einen Epilog gibt? Ja, wenn du willst, ja. Ist mir egal, eigentlich. Schau, jetzt ist er wirklich Mopsgeschwindigkeit. Achtung. Wow! Boing! Ohne zu sehen, schießt der Wind. Ja, das kannst du ja richtig glitschen, oder? Kann man gar nicht, Lüg. Lüg auf, sagt man auch manchmal. 3 Stufen auf einmal, wie viel packst du? Ozean Ring. Wie schnell muss man das schaffen? Das steht auch im Internet. Ja, schau nach im Internet. Ich will wissen. Schau nach, Komplettlösung, los. Komplettlösung, schau nach. Das warst du, wie du 5 warst. Ich will nur du sein. Ja. Und schau, was das aber für eine Aura eigentlich hat, das Feuer. So, wenn du es richtig von vorne begutachtest. Oder auch beklubschaugst, wie manche meinen. Hast du diesen Begriff schon mal gehört? Beklubschaugst. Naja, dann warst du wohl noch nie in Augsburg. Augsburg. Eine Stadt, ein Land, ein Mann. Augsburg. Kennst du Dr. Harley? Nein, Dr. Harley! Das ist urlustig. Das ist eine extrem lustige Serie. Auf YouTube? Nein, ein Wine ist das. Ich weiß nicht, wie der Winer heißt, der das gemacht hat, aber... Aber es ist halt Dr. Harley! Sagt er halt so die ganze Zeit. Ja. Dr. Harley. Und er sagt dann, ein Apfel am Tag ist gut. Und dann musst du nicht zu Dr. Harley, wo nur jeden Tag ein Apfel isst. Ich sag dazu eigentlich nur, hoffentlich nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mir diese Dinger gar nicht wirklich viel helfen, diese komischen Sultan-Schuss. Der Sultan. Wer ist nochmal der Sultan? Ist er nicht bei allen? 1, 10.
Und ich habe gerade 1,11, wie du das sagst. Naja, aufgeben. Aber ja, es gibt einen Epilog, wenn du alle hast. Okay, weißt du, jetzt mache ich die Super-Strategie. Darf ich? Danke. Das ist ja auch interessant, da herauszufinden, was eigentlich die schnellste Route ist. Kennst du übrigens Route.dh? Du kennst nicht Route.dh? Niemals. Okay. Niemals. Als ob das was Selbstverständliches wäre. Ist es auch. Denn Route ist ein Comedian. Und zwar eine der guten Sorte. Du meinst auch Route. Verstehst du? Gute Sorte. Und jetzt die Ringe. Die Ringe. Und die Rote. Gar nicht eigentlich. Merkst du es. Merkst du selber hier, ne? Mein Mann. Das ist so die Catchphrase von The Floor. Merkst du selber hier. Was? Ja. Merkst du selber. Ach, unter 1,10. Weil das auch möglich ist. Schau, weißt du, was die Reichweite von diesen Dingen ist? Auch 0 eigentlich. Ich mach jetzt wieder die Ringe. Ja, irgendwie ist es... Eigentlich ist mir die Route ein Rätsel. Jetzt muss ich das Auto aufgeben? Ja, das war schon 1,9. Also habe ich da noch 5 Boote und ich mache gleich die Boote, weißt du? Das ist nämlich das Schwierigste. Schau, die Boote, wenn du die versaust, kannst du echt gleich aufgeben. Okay, schau mal, welche Zeit du mit den Booten hast. Dann können wir uns danach orientieren. Wir brauchen jetzt sowas wie ein Speedrun, ne? Auf der Seite. Ja, eh. Die Boote. Also Boote.dh. Nein, aber Bambusratte kennst du noch, ja, gell? Ja, das geht. Ja, Bambus. Also zu Beginn sind die das Beste. Schau, rechnen wir mal mit Mathematik. Nein. Doch. Ja, aber wirklich jetzt. Weil, wie, ich 1,10, okay? Es gibt 4 Ziele. Teil die mal. 4 durch 1,10. Kann ich nicht. Kann ich das hier Mathematik? 4 durch 1,10. Geh, Kugeltaschenrechner, los. So, am Handy ein Taschenrechner, das sagen sie alle. So, das ist natürlich der dümmste Rechner, den es gibt, der Handyrechner. Nein, Spyro, du blöder Mann! Hast du ja gesehen, was er gerade wollte? Für eins vielleicht länger und für eins nicht, dann kannst du nicht so... Ja, rein consecutive meine ich jetzt nur. Das ist doch unmöglich! Nein, es geht. Ja, es geht. Dombi die Bahn, manche sagten, schwer, schwer, ist gar nicht schwer. Okay, machen wir das zuerst. Ist schwer. Machst du nicht zuerst hin? Nein, schau, ich habe jetzt, ich glaube, ich weiß jetzt, wo ist der Hase hin. Okay. Schau, eigentlich will das Spiel, dass du euch da weitergehst. Und dann da rennst. Wow. Das will das Spiel. Ich richte mich nur nach dem Spiel. Ich will die Autos zuerst, weil die gehen so schnell. Das ist lustig. Nein! Hand Gottes, kann ich dazu sagen. Schau, hier bin ich. Okay, ich renn mal wo lang, wo ich noch nie lang gerannt bin. Muss nicht tun. Ja, jetzt mach ich jetzt die Boote. Ja, das okay, sind Boote. Okay. Weil das auch möglich ist, blöde Boote. Route.dh, mach selber. Okay. Okay, habe ich das beenden gedrückt? Nein, zum Glück. Ja, du musst den Booten eigentlich auch entgegenfahren. Das ist der Trick. Ja, die fahren kreuz quer eigentlich. Nein, die fahren immer da an. Irgendwie ist das Superfeuer extrem ja, nicht so treffsicher, wie es mir aussieht. Gut, dass du immer voll bist. Deswegen ist noch, da ist eh nur noch einer. Du fliegst irgendwo, hast du nicht gesehen? Wo? Da! Direkt neben dir fahrt er vorbei. Ah, ja, wäre eh nichts geworden, so wie du dich gerade angestellt hast. Es gab mal eine Aktion Äpfel gegen Putte. Es gab auch mal eine Aktion Kony 2012. Aber was macht man bei der Aktion? Man kaufte sich das Action Pack. Dann kann man gegen Kony höchstpersönlich antreten. Und wenn man es schafft, dann ist man ein Wagen. Held.dh, kennst du auch, ne? Schau, ich bombardiere die da regelrecht mit Bomben. Aber denen ist es egal. Die fahren. Wo sind sie? Da ist einer. Der andere habe ich auch schon gesehen. Wenn das ihn jetzt nicht trifft. Natürlich hat es ihn getroffen. Gut. Ja, okay, und weiter, und weiter. Die Ringe, ja, das sind die Ringe. Dun, 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 dun. Aber diese kriminellen Autofahrer. Ja, die gehen eh ganz schnell. Die sind mir ein Dorn im Auge. Ganz schnell gehen und dann ja. Die Ringe? Okay. Ich schieße jetzt schon mal ab, dann habe ich vielleicht die Chance auf Leben. Weniger Aufwand. Ja. Im Kreisverkehr bitte links halten. Aber schau, wo mich die Ringe hinlocken, das ist doch unmöglich. Schau, die locken mich 80 Meilen von der Autobahn wieder weg. Ja, jetzt muss ich schnell wieder hinfliegen. Ja, ich brauche mal 5 Sekunden überhaupt, bis ich überhaupt dort bin.
Ja, das ist geh, echt schau in die Guide, wie das die anderen machen. Ja. Schau mal, müssen wir einen Rekord hier aufstellen. Ja, damit wir einen Geist haben. Schau, jetzt fehlen sie dir. Das ist das Problem. Ja, es ist ja nicht so, als würde das rückwärts zählen, wenn ich einen treffe. Ja, eh nicht, aber es ist halt ärgerlich. Na und? Ringe, Ringe. Ich glaube, ich versuche jetzt mal was ganz Neues. Ich schaue das mal an. Ich mache es jetzt so Mischmasch, so ein bisschen so. Weil ich ja eh nichts treffe. Ich glaube, ich sollte die Bogen vielleicht zuerst machen, weil das die nervigsten sind mit Abstand. Wie heißt der Ring nochmal? Er heißt Ozeanring. Ja, ja. Ich mache jetzt einfach mal die Bögen. Mir ist jetzt alles egal, ich mache die Bögen. Weil die Bögen sind mir nicht mehr egal. Sagt er auch, egal ist mir egal. Kennst du dieses Lied noch? Ja. Ich will aber die Bögen mal rückwärts machen. Ich glaube, das ist eigentlich so. Das ist eigentlich so der hundsgemeine Deal, dass man eigentlich die Bögen rückwärts machen soll. Aber darauf kommt ja niemand. Und deshalb ist das halt so geheim. Hm? Geheim? Weil keiner drauf kommt. Ja. Ja. Okay, ich glaube, die Guide. Die Guide! Ah! Okay. Gut. Das ist zuerst die Ringe. Also jedenfalls macht der das so. Okay. Die Ringe ganz fertig. Okay. Dann die Autos. Okay. Ringe, Autos. Ringe, Ringe. Ich habe jetzt runtergeladen. I wanna be the Roman. Autos und ganz fertig und dann die Boote. So wie ich gesagt habe, du musst gegen die Boote. Gegen die Richtung der Boote fliegen. Die Boote haben keine Richtung, die fliegen wirklich kreuz und quer. Okay, dann, ich mach's jetzt, wie du es gesagt hast. Ringe, Autos, Boote und dann die. Die Ringe, ja, sind die Ringe. Ne? Ich habe jetzt runtergeladen, I wanna be the Roman. Und man spielt den Roman. Und auf jeden Fall geht es eigentlich nur darum, dass das Spiel ist eigentlich eine einzige Anime Medley Opening Avoidance. Cool. Und es gibt so, ich glaube, 4 Anime Medley Avoidance. Und das ist so lustig, weil es sind 100 Anime-Lieder in einer riesigen Medley, die 10 Minuten dauert. Und welche hast du rausgehört? Die Boote! Ah, das sind die Boote. Okay, Boote. Ich glaube, man muss einfach mal das Pattern der Boote kennen. Ich glaube, ja, das ist echt das. Ja, genau, das ist richtig. Schau, die fahren eh immer dieselbe Richtung eigentlich. Gibt es da 2 Strecken oder fahren alle eine Strecke oder gibt es eigentlich 2 Paths? Im Achter ungefähr. Wo ist er? Fährt er nicht? Ah, da ist er. Jetzt was jetzt? Die Tore, okay. Wie viel Zeit hat er ungefähr gehabt? Schau, wie viel Zeit er hat, wie er die Boote fertig macht. Verliert man irgendwie Speed, wenn man nach oben fliegt und gaint man welchen, wenn man nach unten fliegt? Weil das erste Tor fällt hat 43. 43? Ich habe 53 gehabt. Tja. Tja, 7 Sekunden zu spät. Das wird noch was. Ja. Ich will jetzt schon eigentlich ein Boot abschießen, das geht halt nicht. Denke ich. Wenn ich dauernd schieße, habe ich die Chance, irgendwas zu treffen. Man hat gefragt, man spielt den Roman. Der ist GTA 4? Ich hab doch das Nico Bellic. Achso, jetzt die Autos! Ich hab doch das Nico Bellic aus GTA 4. Am lustigsten fand ich ja Tommy aus GTA 3. Echt? Ich fand einen. Aber der war auch bei Vice City, gell? Und dann sagt er irgendwie so: Tommy! Tommy! Das fand ich lustig. Ich glaube, es ist einfach kurz gekommen, warte, ich hab am liebsten gehabt immer. Warte, wie hieß der? Wer denn? Nico Bellic? Nico Bellic, ja. Tommy? Tommy Vader aus Vice City. Ja, eh. Der war auch in GTA 3. Und in GTA 3 hat er so ein Müll-Outfit gehabt. So ein Müllmann-Outfit. So hat es zumindest so ausgeschaut. Kennst du den Wrestler The Amazing Red? Ja, aber GTA 3 ist ja vor Vice City. Ich weiß. Da war er auch schon. Da. Kennst du jetzt den Wrestler GTA 3? Ich meine, The Amazing Red. Ich kenn The Amazing Spider. Das war schon alle. 43! Du hast 43 gehabt! Ja, 48 eigentlich, wie du das erste durchfliegst. Aber 43 ist den letzten Bootfahrer vernichtest. Also es könnte sich schon noch ausgehen. Verwende den Flügelschlag wie ein Schmetterling so schnell. Wie ein Schmetterling so schnell, da beginnt es ziemlich hell. Nico Bellics Cousin, der ständig süchtig nach Bowling war. Wenn nicht erinnern. Zum Glück nicht süchtig nach Hand. Ja, 2 Sekunden zu spät. Ich wollte dich jetzt noch ins Wasser legen. Wollte ich noch einducken lassen. Hättest du es einfach gemacht? Auch ein
in die wunderbare Welt des Nico Bellic. Naja, Hanf Wars oder Hanf Solo. Ich habe jetzt vor kurzem gespielt Outrun. Die Autos, das sind die Autos. Nein. Pilot, Autopilot. Achso, das mit dem Autofahren. Ja, der Outrun ist das Autofahren mit dem Auto. Die Autos, ja, das sind die Autos. Okay, und jetzt die Boote. Spyro, du musst da dagegen, ja, da gleich dagegen fahren. Dagegen! Und wo kommen sie? Da dagegen! Dagegen! Ich fahre einen total nach. Hä? Alle weg schon? Zwei Leben. Und jetzt schnell da. Nein! So ein Truck! Super Feuer. Dummes Feuer. Nein, also, der macht es auch mit Super Feuer. Ja, eben. Also. Dick, Trick und Track. Fett, Trick und Track. Wenn ich sie. Ja, das ist so. Darf ich? Ja! Ringe! Das ist die Ringe. Nico Bellic Friseur war süchtig nach Bowling. Ich habe GTA 4 jetzt nicht so gut begutachtet, dass ich da irgendwie eine Sucht von ihm feststellen kann. So genau habe ich es jetzt nicht analysiert. Aber okay. Hast du was über GTA auch immer nur irgendwas gemacht? Nicht ich hab den Panzercode eingegeben und den Flugcheat. Ja. Habe ich die Kanone nach hinten gerichtet und dann. Dann jetzt auch auf das, ja, da springen wir jetzt. Sehr gut. Ja, jetzt weiß ich, wie der Hase läuft. Consecutive eigentlich. Bisschen größer. Da kommt er. Und der letzte. Und gleich zum Ring! Wow, gleich zum Ring! Die Sensation aus Wien ist da! Die Ringe. Ah, die Tore eigentlich. Ja, war nochmal Tore bei Tiers? Gab's auch einen, der ist Tore? Ja, oder? Das war der von dem Schmorf die Zähne. Schmorf hat sammelt Zähne. Ja. Warum eigentlich? Ja, weil er so drauf ist. Das ist interessant. Ja, du schaffst das. Der Schmetterling fliegt mir nach. Gesehen? Ja. Gesehen. Oder nehmen Sie den Hansi? Beenden. Haben wir schon einen wieder? Nächste. Fehlen nur noch drei. Nächste. Geht's ja heute eh noch aus, gell? Ja, locker. Locker, ja. Müssen ich schnell machen. Also. Gewitzt. Schau mal ins Handbuch, ich will sehen, was da steht. Okay. Ich will sehen. Okay, kannst du. Da muss ich echt viel blättern. Wo ist es? Unter 1,10. Das hört sich irgendwie so an wie so Ozeanring und gleich so unter 1,10, also so. Halt unter Wasser, verstehst du jetzt, was ich meine? Ja. Okay. Und ich bin der Tundra. Herbstfeld. Hier gibt's gleich zwei. Simsala Green. Kannst du noch reden auf die Serie? Ja, die ich ja, wollen. Ich auch nicht. Angstzustände bekam ich dabei. Gefreut hat's mich nie, die zu sehen, ja. Rinde. Das kann passieren. Egal, dann mach einfach Canyon. Ja, ich liebe Canyon. Das habe ich mit Absicht gemacht. Ja, ja. Kannst du noch erinnern auf das Spiel der rosarote Panther, wo man sich schleichen muss? Irgendwie so in einem Gewächshaus oder so. Ja, das ist der erste Boss, die Gewächshaus-Pflani. Spyro begeht doch nicht wieder Suizid. Ah, er begeht Suizid. Okay, wieder 1,10. Du weißt, wie es läuft. Zückst du? Oder meinst du jetzt nicht den Hasen? Meinst du jetzt den Braunbär? Die Geitschau.